Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Tag vom Reitabzeichen mit den Chaoten. Na, habt ihr gut geschlafen, Jungs? Na, Joey sieht man gar nicht, gerade zu dunkel. Och, Eselpferde. Dazu muss man nichts sagen, oder? Ja, halt Abstand vom Bay, der ist fies. So, wir haben jetzt schon mal gefrühstückt. Das heißt, wir haben jetzt noch einen kurzen Moment Zeit. Dann bauen wir gleich die Sprünge auf und dann geht's in die Springstunde. Ich hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann. Da muss ich natürlich eben einmal alle fragen, die mitreiten, ob das okay ist. Auch wenn ich natürlich zusehe, dass ich so drumherum schneide, dass man niemand anderen sieht. Ja, ich bin gespannt. So, ich begebe mich jetzt wieder ins Stübchen hoch. Da habe ich nämlich WLAN. Und ich muss ja wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich so tolle Reitbeteiligungen habe, weil ich bin ja jetzt hier beim Lehrgang und Juk ist mal wieder lahm, hat halt wieder seinen Arthrose-Schub, den hat er halt schon mal. Ist halt ja ziemlich stockelahm und die Mädels sind so toll, die kümmern sich und machen sich mega die Sorgen und sie sind einfach super toll und ja, sind auch die ganze Zeit irgendwie mit mir in Rücksprache und machen das so klasse. Ich bin so froh, dass ich die Mädels habe, weil ich jetzt einfach trotzdem total beruhigt hier sein kann und mich überhaupt nicht drum sorgen muss, was denn mit Juke ist, weil es ist halt wieder nur so ein Schub, den hat er halt schon mal und ja, die Mädels sich einfach so vorbildlich kümmern und ah, das ist so schön, das ist so schön. Okay, der Morgen war auf jeden Fall schon richtig gut. Wir haben jetzt schon mal die ersten Sprünge aufgebaut. Jetzt ist aber gerade noch eine andere Gruppe dran. Und ich bin Bay gerade noch geritten. Ich blende euch hier auf jeden Fall mein kurzes Video ein. Das ist allerdings nur mit meinem Handy aufgenommen. Und es war total lustig. Es hat auch total Spaß gemacht. Und wir haben einfach jetzt heute so eine reine Spaßeinheit gemacht. Mit Bay habe ich, wie gesagt, nur so eine reine Spaßeinheit gemacht. Hi Jungs! Und der Joe ist dann jetzt gleich dran. Ich bin schon mega nervös vor dem Springen und bin gespannt, wie es läuft. Gestern war er ja extrem kernig, wo ich dann so mit Mühe und Not noch drauf geblieben bin. Aber auch nur, weil der Sattel gerutscht ist, sonst wäre das Bocken eigentlich ganz gut zu sitzen gewesen. Und ich ärgere mich echt, dass ich es nicht auf Kamera habe. Deswegen heute steht die Kamera. Ja, was los? Und was machst du denn da? Du bist so süß. Ja. Ja, und die Nacht war auf jeden Fall auch mega gut. Ich hatte nämlich mich dazu entschieden, im Auto zu schlafen, weil das mit dem Hund dann so ein bisschen pflegeleichter war und einfach easygoing war und planungstechnisch nicht so umständlich. Ja, die Nacht war auf jeden Fall super gut und nicht so kalt, wie ich dachte. Und ja, oh Gott, ich bin schon mega nervös vorm Springen. Und los geht's mit der Springstunde. Hier war unser erster Durchlauf. Wir hatten damit gestartet, dass wir den ersten Sprung erst einmal gesprungen sind, dann den ersten und den zweiten. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt den ganzen Parcours reingeschnitten habe. Ja, ich glaube offensichtlich schon. Das heißt, vorher sind wir dann quasi den ersten einmal gesprungen, dann den ersten und den zweiten. Hier sind wir dann einmal direkt den ganzen Parcours durchgesprungen. Und man sieht mir einfach meine Panik an. Weil ich einfach irgendwie da durchflüge und überhaupt gar nicht weiß, was ich da tue. Völlig überfordert damit bin, den Galopp zu korrigieren. Und einfach nur froh bin, dass wir irgendwie gerade drüber kommen und ich das Ganze überlebe. Immerhin passte die Kombination vom Abstand ganz gut. Auch wenn wir mit so viel Schwung da reingekommen sind, dass der war einfach so schnell, dass der echt über den zweiten Sprung kaum drüber kam, weil er da überhaupt gar keine Höhe mehr gekriegt hat. Aber Joey hat das ja hier wirklich alles superartig gemacht mit dem Sprung, den ihr ganz rechts seht, den mit diesen blauen Cavaletti-Klötzen. Da war immer so ein bisschen ein Problem, weil wir immer ein bisschen schlecht dran kamen und er deswegen immer sehr früh abgesprungen ist und deswegen auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte und ich ihm da auch einfach überhaupt nicht helfen konnte, weil ich einfach die blanke Panik in mir war, weil ich einfach kein Springreiter bin. Ja, dann haben wir jetzt hier quasi den zweiten Durchlauf auch eigentlich schon ganz gut hinter uns. Jetzt kommt der dritte, da sind die Stangen dann nochmal etwas gewachsen und ich habe halt versucht, von Runde zu Runde ein bisschen ordentlicher zum Reiten zu kommen, weil umso mehr ich dann quasi gesprungen bin, umso entspannter wurde ich halt dabei und konnte dann auch anfangen, den Galopp ein bisschen ordentlicher zu korrigieren und nicht in völliger Panik irgendwie hysterisch versuchen, den Galopp irgendwie über den Trab
zu korrigieren und ihm quasi gar nicht die Zeit geben, sich überhaupt auf den richtigen Galopp vorzubereiten. Weil bei ihm ist es halt super wichtig, dass man sich, also generell natürlich bei jedem Pferd, die Zeit nimmt, ordentlich die Stellung zu fragen, mit der richtigen Gewichtshilfe drin zu sein, die Galopphilfe dann erst zu geben. Und das war halt alles so ein bisschen schwierig. Da waren wir jetzt auch noch nicht ganz so ideal durch die Kombination gekommen. Das müsste jetzt genau der vierte Durchlauf gewesen sein. Die Stangen sind jetzt nochmal etwas gewachsen. Und ich muss sagen, ich fand vom Gefühl her und auch so vom Aussehen, dass es von Runde zu Runde auf jeden Fall besser wird, weil ich da einfach ein bisschen entspannter wurde. Joey hatte den Tag richtig go, der hatte richtig Spaß und war total bemüht und ist wirklich total gut da durchgegangen. Wir hatten später einen Steher, aber bei einem Hindernis, was einfach höher war als alles, was wir vorher gesprungen sind, deswegen war das auch völlig in Ordnung. Hier hat er die Korrektur eigentlich ganz gut angenommen, auch wenn es ein bisschen schwer war, ihn zu bremsen. Und hier kamen wir jetzt auch schon deutlich besser durch die Kombination. Da hatte ich dann auch so ein bisschen mehr das Tempo im Griff. Und diese Runde war jetzt eigentlich die beste. Und da müssen die Hindernisse auf, ich glaube, 80 cm gestanden sein. Und bei der Höhe war ich jetzt dann eigentlich relativ entspannt und hatte ihn ganz gut an den Hilfen, hatte mir Zeit zum Korrigieren gelassen, hatte jetzt auch ungefähr einen Plan, wie groß ich welche Wendungen reite und ja, wann ich spätestens quasi den Galopp korrigieren muss und wann die Hilfe durchkommen muss. Und das hat er auch super schön angenommen. Und jetzt, die Kombination war nämlich echt gut. Also die fühlte sich total weich an und da kamen wir sehr schön durch. Im Gegensatz zu vorher, wo es dann halt immer mit dem Aussprung so ein bisschen knapp war, weil er dann einfach so flach gesprungen ist und so schnell wurde. Weil ich natürlich einfach mich zwischen der Kombination nicht hingesetzt habe. So, das war jetzt der letzte Durchlauf mit dem rechten, der stand auf 1,10 Meter. Also so ein bisschen eigentlich viel höher gebaut, als wir ja eigentlich müssen. Aber ich dachte mir, wenn wir da drüber sind, dann muss ich mir auf jeden Fall keine Gedanken machen. Dadurch, dass der natürlich mit der unteren Stange so tief und der oberen so hoch lag, hatte Joey ein bisschen Schwierigkeiten, den wirklich so richtig auf dem Schirm zu haben und wahrzunehmen. Deswegen hatte er dann da geparkt, weil es einfach nicht gepasst hat und er da einfach, ja, nicht gut dran kam. Und das war auch genau richtig von ihm. Beim zweiten Anlauf hier hatte er sich auch ein bisschen schwer getan, weil er sehr vorsichtig wurde, weil er das Hindernis einfach nicht so ganz überblicken konnte, hat das aber super gut gemacht. Und auch bei denen, die anderen sind jetzt alle auf 95, kamen wir jetzt super durch die Kombination. So, nach der Springstunde mit Joey bin ich auf jeden Fall jetzt super beruhigt, weil das lief echt gut. Extrem gut. Er hat nicht einmal geparkt, also nur einmal bei dem Sprung, der ja deutlich höher war als das geforderte Maß. Ja, und da war es so unpassend, das hätte er nicht mehr ausgleichen können. Also da war es genau richtig, dass er stehen geblieben ist. Und ich bin total begeistert. Ja, es hat total viel Spaß gemacht. Ich freue mich gerade so doll darüber, dass es so gut gelaufen ist und dass ich jetzt wirklich relativ entspannt in die nächsten Tage gehen kann, weil das letzte Mal, wo wir den ganzen Parcours probiert haben, ich meine, er war halt kacke gebaut, hat er ja alles umgenietet und es war halt mega heiß den Tag und er war eh super platt, der ist ja schon beim Warmreiten fast eingeschlafen und ja, demnach bin ich natürlich jetzt super beruhigt, weil ich hatte halt Sorge, dass wenn wirklich alles auf 95 cm steht, er halt alles umreißt. Und ja, deswegen war es halt total schön, dass er jetzt einfach auch fehlerfrei da durchkam und nichts umgerissen hat und dass er generell, bis auf das eine, was finde ich einfach nicht gilt, er ja auch nicht einmal geparkt hat. Und das fand ich halt total gut und bin deswegen jetzt auch echt super entspannt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lustig einen alle angucken, wenn man so mit dieser... Ich habe halt so eine mega kleine Kamera und hi, Babe! Wenn ich damit so über den Hof laufe und mich filme, so bei uns am Stall sind es halt alle gewöhnt. Aber wenn ich dann mit dieser kleinen Kamera rede, die dann vielleicht auch noch so ein bisschen unauffälliger nach unten halte, dann gucken mich alle total irritiert an, weil ich halt alleine redend über den Hof laufe. Upsi! Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.